Ah, Josephine Safert mit einer Art Deko-Brosche, kann mich sehr gut erinnern. Auch ein Lieblingsstück. Ich habe heute einen kleinen Vogel mitgebracht, ein Erbstück von meiner Großmutter. Ich habe ihn bisher noch nicht getragen. Und ich wollte dem Vogel aber irgendwie freien Lauf geben, habe ihn mal wieder neu verpackt und überlegt, vielleicht kann er irgendwo anders hinfliegen. Ja, dann Vögelchen flieg. Bei wem der schmucke Vogel heute landen wird, steht noch in den Sternen. Erst einmal ermittelt nun unsere Expertin seinen Marktwert. Schönen guten Tag. Hallo, Herr Lichter. Hallo, Frau Dr. Heiderit Sepazabel. Hallo, Frau Dr. Jetzt fehlt mir nur noch Ihr Name. Ich bin Josephine Safert. Frau Safert, was haben Sie? Oh, eine mächtige Brosche, mein lieber Herr Gesangsverein. Die stammt aber aus längst vergangenen Zeiten. Das ist wirklich so ein bombastisches Stück, ne? Ja, das ist ein Erbstück von meiner Großmutter. Mhm. Und ja, ich denke mal, das ist so 120 Jahre in etwa. Ja. Ich weiß allerdings nicht, wann sie es genau wo getragen hat. Ich kann da nur so ein bisschen spekulieren. Ja, weil damals gab es natürlich noch ganz andere Anlässe. Man muss das schon, also sowas trägt man nicht beim Einkaufen oder mal auf irgendeinem Geburtstag. Ne? Das ist schon was Schönes. Jetzt interessiert mich natürlich immer, gerade wenn so ein Stück schon so lange in der Familie ist, welchen Grund gibt es, das jetzt zu verkaufen und was möchte man mit dem Geld machen? Ich würde das gerne in eine Reise, zum Beispiel in Baustein New York, würde ich gerne mit meinem Liebsten fliegen. Mhm. Da könnte ich mir vorstellen, dass das Vögelchen einen Teil dazu beiträgt. Haben Sie denn eine Preisvorstellung? Also ich würde schon mindestens 1000 Euro gern dafür haben wollen. Gut, jetzt erzählen wir ein bisschen über die Brosche. Ich würde gerne erst mal das Alter wissen. 120 Jahre scheint geschätzt zu sein, oder? Mhm. Genau. Ich würde sie etwas jünger datieren, aber ich bin auch bei den 20er Jahren. Ja. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil diese Brosche ist ja nicht so geometrisch aufgebaut, wie man das aus der Art Deco-Zeit kennt, sondern eher figürlich. Aber das macht es umso interessanter und auch stimmig in der Art Deco-Zeit. Denn in diesen Jahren, in der Zwischenkriegszeit, mochte man Exotisches. Das ist ein Kolibri, ne? Das ist ein Kolibri, absolut, das hast du erkannt. Und ich finde das wirklich ganz wunderbar umgesetzt. Kolibris haben meist ein grün schimmerndes Gefieder und das ist hier schön mit Smaragden umgesetzt. Mhm. Und überhaupt, dieser volle Besatz ist für Art Deco-Zeit typisch. Es sind Rosendiamanten verarbeitet worden, Smaragde im Baguette-Schliff und das Ganze ist in Gelbgold gefasst und Weißgold dubliert. Das wurde nicht ganz so sauber gearbeitet, aber es ist trotzdem ein fantasievoller Entwurf, der auch noch ein bisschen was von Jugendstil hat, finde ich. Aber da höre ich auch ein bisschen raus, dass das eine Goldschmiedearbeit ist und nicht irgendwo seriell hergestellt wurde, ne? Nein, natürlich nicht. So etwas wird natürlich in einer Manufaktur gemacht, in einer Werkstatt. So etwas ist kein Serienprodukt. Kann man da einen Hersteller und einen Goldschmied zuschreiben? Leider nicht. Er ist nicht gemarkt, die Brosche. Leider nicht, aber... Mhm. Das Vorbild liegt hier mit Sicherheit in Frankreich. Frankreich hätte aber gepunzt, somit bin ich eher bei Deutschland. 1000 Euro sind gewünscht. Was ist es wert? Mehr oder weniger, als die Besitzerin für ihr Schmuckstück im Sinn hat. In erster Linie bewerte ich hier das Alter. Und dann auch natürlich den wirklich ansprechenden, sehr hübschen Entwurf. Darüber hinaus sind die Smaragde leider nicht so gut in der Qualität. Es gibt einige Beschädigungen, muss ich wirklich sagen. Und sie sind auch in der Farbe nicht so gut, aber ich will es nicht runterspielen. Und deswegen bin ich hier bei 1200 bis 1400 Euro. Das wären 200 bis 400 Euro mehr wie gewünscht. Mhm. Zufrieden damit, ja, so mit der Expertise schon? Ich finde das erstmal spannend zu hören. Und das ist absolut okay. Auf jeden Fall, Frau Safert. Ich probiere mein Bestes. Sie wissen natürlich schon, dass die Händler immer ein bisschen unter dem Wert kaufen wollen. Ne? Schauen wir einfach mal. Aber das wissen Sie, ja. Frau Safert. Dank. Ja. Auf dass Sie mit Ihrem Liebsten eine traumhafte Zeit in New York verbringen. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Okay, tschüss. Tschüsschen. Tschüss. Thema Kolibri und Reiher. Ja. Also wenn wir beide jetzt Vögel wären, ja, dann wärst du so ein Kolibri. Ah ja? Ja. Und du? Und ich? Der Reiher, der Stark. Nee, er so eine Rabe. Okay, bisschen wo plump. War der jetzt der Reiher? Der Reiher? Mhm. Ist Albert. Okay. Ich bin sehr zufrieden mit der Expertise auch und auch mit dem, was die Expertin gesagt hat, was den Wert der Brosche betrifft und der Schätzpreis. Und da freue ich mich sehr, dass ich jetzt zu den Händlern komme. Meine Wertfindung orientierte sich hier in erster Linie an dem schönen Motiv, an dem exotischen Motiv und weniger an den Werten. Immerhin waren es nur Rosendiamanten und die Fassung ließ auch so ein bisschen zu wünschen übrig. Aber ein sehr attraktives Stück, was mit Sicherheit einen Käufer finden wird.
Also ich bin sehr gespannt, ob jetzt das, was ich eben als Expertise gehört habe, auch im Händlerraum umgesetzt wird. Da freue ich mich drauf. 1400 Euro hat unsere Expertin für das antike Schmuckstück angesetzt. Ob die Händler das auch so sehen, wird sich jetzt zeigen. Guten Tag. Guten Tag. Grüß, hallo. Hallo, die Dame. Guten Tag. Ich habe etwas mitgebracht. Dankeschön. Das lasse ich Ihnen mal hier. Ein Schmuckstück, ein Erbstück. Oh. Uiuiui. Das sieht schon mal schön aus. Sehr gut. Da hat offensichtlich nicht nur unsere Schmuckfraktion Interesse. Das spricht alle an. So ein altes, wunderbares Stück, das lässt sich auch gut weiter veräußern. Toll. Wo haben Sie denn das Schmuckstück her? Das habe ich von meiner Großmutter. Ja. Und es kann sogar sein, dass sie es von ihrer Mutter hat. Das sind Altschliffdiamanten. Das ist ein sehr altes Exponat. Das ist über 100 Jahre alt. Das könnte schon die Urgroßmutter gewesen sein. Wunderschöne alte Arbeit. Handarbeit. Also sehr, sehr schöne Smaragde. Diamantrosen. Nicht schlecht. Sie selber tragen es nicht, das würde Ihnen doch stehen, finde ich. Ja, es würde jetzt mit der Jacke auch gut passen, aber es ist nicht so ganz mein Stil. Ah, okay. Ja, der Kolibri, der gefällt mir. Ich biete Ihnen 500 Euro. Ja, das erste Gebot auf 500 Euro, da will man natürlich ein bisschen austesten, wo stehen die Preiserwartungen der Verkäuferin. Aber es wird noch in die Höhe gehen, da bin ich sicher. Das ist schön. Mir gefällt da auch, ich sag gleich 600. Ich sag 700. Ich sag 800. Ich sag 900. Und es fliegt schon hier drin. Der glitzernde Vogel zieht die Händler in seinen Bann. Noch ist das letzte Gebot nicht gesprochen. Ich sag 1000. Ich sag 1050. Ich sag 1100. Ich sag 1150. Das läuft doch ganz von alleine. Und das Mädel sagt keine Ton. Keine Miene. 1200. 1250. 1300 Euro. 1350. 1400. Ich leg's mal in die Mitte. So. Der Vogel soll fliegen, hat die nette Dame gesagt. Ich ärgere mich, wenn ich nicht biete. Deswegen also sage ich 1450. Dann soll der Vogel bei dir bleiben. Das ist Ihr letztes Wort? Meins auf jeden Fall. Kommt der Deal zustande? Okay. Okay, ich mache das. Gut, super, bitteschön. Also mit dem Endpreis ist bestimmt eine gute Basis für die New York-Reise geschaffen. Toll gemacht. 500, 1000, 1100, 2, 3, 4 und 50. Stimmt auffallend. Dankeschön. Vielen Dank. Ich freue mich. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Der Vogel fliegt wieder. Gratuliere, Fabian. Ja, da kann ich nur gratulieren. Brillantbroschen und Diamantbroschen gibt es viele, aber sowas? Nee, sehr selten. Sehr schön. Gute Strategie von Frau Safert. Sie hat abgewartet, sie hat ein tolles Teil, das sprach für sich und hat nicht signalisiert, dass sie eventuell schon in der Nähe ihrer Preisvorstellung wären. Und deswegen hat sie auch den guten Zuschlag bekommen bei 1450 Spitze. Broschen sind in der Tat nicht so gut verkäuflich, aber ich denke, ich kann die sehr leicht in einen Anhänger umwandeln oder in einen Anhänger variabel als Brosche, was doppelt gut ist. Dieser Kolibri ist nicht jedermanns Sache, aber alle waren irgendwie ganz angetan. Und ich habe mich wohlgefühlt in meiner Position. Ich glaube, ich habe ganz gut verhandelt und ich bin wirklich happy. Ich habe 1450 Euro dafür bekommen.